Hallo und herzlich willkommen zurück zur Super Funtime. Mein Name ist Steve Parker und ich freue mich total, euch eine weitere Folge der großartigen Pokémon Y Randomizer Nuzlocke zu präsentieren. Bevor wir diese Folge anfangen, ich glaube, ich trainiere nebenher so ein bisschen. Ich glaube, unser Foxy ist paralysiert, aber zum Glück haben wir einen Paraheiler bekommen. Ich weiß gar nicht mehr wo, ich glaube, ein NPC hat uns das gegeben, was sehr, sehr praktisch ist, weil wir irgendwie paralysiert geworden sind. Ich glaube, das Rechtschirm hat uns mit irgendeiner super krassen Attacke paralysiert. Und während ich ein bisschen was erzählen will, können wir unser total tolles Shinobi ein bisschen trainieren. Ich weiß gar nicht, welche Level die Arena, die bald kommt, haben wird. Aber ich glaube, wir sind tatsächlich ein bisschen überlevelt, weil wir extrem viel Glück hatten, was die Gegner angeht. Wenn Rechtschirm und die ganzen legendären Pokémon geben einfach unglaublich viel mehr Experience Points als normale, keine Ahnung, Käfer, die man normalerweise treffen wird oder irgendwelche Vögel. Deswegen trainieren wir mal ein bisschen. Hoffentlich, ich weiß gar nicht, was hier alles getroffen wird, außer Dartiri. Okay. Das ist ein super tolles Training. Wie gesagt, ich habe ja Pokémon immer auf Englisch gespielt, aufgrund meiner Nationalität. Und das ist das erste Mal, beziehungsweise das zweite Mal, dass ich wirklich viel mit den deutschen Namen konfrontiert werde. Aber in Pokémon Oras habe ich die Story super schnell durchgeskippt, deswegen habe ich nicht so viele Pokémon gesehen. Und jetzt lerne ich endlich die deutschen Namen der Little-Pokémon, der Vorentwicklung. Und zwar ist das Gladiantri. Interessant. Hätte ich nicht gedacht, aber das sollten wir eigentlich super easy besiegen. Ist Level 5 und ist sowieso kein super starkes Pokémon. Aber mal gucken. So, was ich sagen wollte, erstmal möchte ich mich ganz herzlich für das total tolle Feedback, das war ein schöner One-Hit-Geo, für das total durchgehend positive Feedback, sowohl auf Twitter als auch auf YouTube. Ich war ein bisschen skeptisch, weil Let's Play-Projekte sind lange her. Ich habe einfach gemerkt, nach der Aufnahme, wie viel ich so ein bisschen gestottert habe. Ich war tatsächlich ein bisschen nervös, muss ich sagen. Bei den normalen Videos bereite ich mich einfach extrem vor. Wenn es irgendwie ein nachkommentiertes Match ist, ich will nicht sagen, dass ich mir ein Skript schreibe, aber ich gucke mir die Replays der Matches meistens 3-4 Mal an, damit ich einfach weiß, welche Züge kommen, wann irgendwas Spannendes passiert, wann kommt ein Crit oder sonst irgendwas und schreibe mir so stichwortartig Sachen auf, die ich erwähnen will während des Matches, damit ich das flüssig runterreden kann. Und hier ist es alles super spontan, deswegen sei es mir verziehen, dass ich in den ersten Parts so ein bisschen, ja, rumgestottert habe und nicht unbedingt wusste, was ich denn so Tolles erzählen sollte. Aber ich bin sicher, das wird sich mit der Zeit verbessern. Ich meine, ich habe ja früher auch Let's Plays gemacht. Insofern muss man sich da, glaube ich, wieder ein bisschen reinfinden, bis es wirklich flüssig über die Zunge geht. Und ich bin sicher, das werden wir hinbekommen. Dass ich nicht einfach den ganzen Tag schwafle, sondern wirklich auch interessante Sachen zu erzählen habe. Aber Grundpunkt war einfach, dass das Feedback sehr positiv war und dafür danke ich euch, allen Zuschauern, allen Leuten auf Twitter, so wie ich schon mache, alle Leute, die meinen Twitter-Post retweetet haben. Das passiert tatsächlich sehr, sehr selten, deswegen habe ich mich super gefreut, dass, ohne dass ich da irgendwie großartig nachgefragt habe, Zui hat's retweetet, Present hat's retweetet, Octopar Racer, deswegen vielen Dank an alle Leute, da ist ein richtig geiles Taubos. Ich finde es auch gut, dass ich meine Sätze immer abbreche, wenn irgendwas total Tolles auf dem Bildschirm passiert. Dürfen wir aber leider nicht fangen nach den Nuzlocke-Regeln, mit denen wir spielen. Das ist direkt. Wir wurden outgespeed? Nein, das war ein Ruckzuck-Hieb. Ich dachte schon. Ich wollte nämlich auf die Randomizer, nein, auf die Nuzlocke-Regeln zu sprechen kommen, die ich hier benutze. Denn ich habe tatsächlich gemerkt, dass es viele verschiedene Nuzlocke-Regelwerke gibt. Also das absolute Basisding beschreibt einfach nur, dass man nur ein Pokémon fangen darf und wenn ein Pokémon tot ist, dann bleibt es halt tot. Und ich habe immer gedacht, dass das, was ich hier nutze, quasi das Standard ist, aber da gibt es super viele Abweichungen, deswegen vielleicht sollte ich das nochmal erwähnen, wie genau die Regelwerke von dieser Nuzlocke funktionieren. Und zwar natürlich den Standard, wenn ein Pokémon stirbt, dann bleibt es tot, wir legen es dann in die Box und dürfen es nie wieder mitnehmen. Das heißt, das Ganze ist schon ein bisschen dramatischer, wenn man ein Pokémon verliert. Dann, ganz wichtig, man darf nur das erste Pokémon eines Gebietes fangen und wenn man das irgendwie besiegt hat oder man ist geflohen oder sonst irgendwas ist schief gegangen, dann darf man halt in diesem Gebiet kein Pokémon mehr fangen. Das heißt, es ist eigentlich super begrenzt, wie viele Pokémon man in sein Team mitnehmen kann. Umso kritischer ist es, wenn man ein Pokémon verliert. Deswegen, eigentlich war es total dumm, dass ich im letzten Part das Razzaf gesacrificed habe, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich hänge nicht mit dem Herzen an Razzaf, deswegen, ich hätte früher oder später sowieso irgendein anderes Pokémon genommen, in seinen Slot reingelegt, deswegen, alle Razzaf-Fans, es tut mir leid, aber wie gesagt, es ist mein Projekt, ich muss mich hier wohlfühlen, damit ich auch hier gut kommentieren kann. Es ist ja sozusagen eine Vorbereitung auf das Let's Play, das ich plane für Pokémon Sun, Moon, Sonne und Mond. Deswegen ist es, glaube ich, ganz gut, dass ich hier erstmal eine Aura erschaffe für mich, damit ich da irgendwie mich wohlfühle.
Ich find's krass, wie viele verschiedene Pokémon hier in diesen kleinen Gebietchen vorkommen. So, weiter zu den Regeln. Und jetzt kommen quasi die Sachen, die ein bisschen speziell sind, die ich aber persönlich sehr, sehr angenehm finde. Und zwar, Heil-Items dürfen nicht während des Kampfes eingesetzt werden. Außerhalb des Kampfes, klar, kein Thema, aber Tränke zum Beispiel oder alle anderen Sachen nicht in den Kämpfen selbst. Das macht das Ganze um einiges komplizierter, um einiges schwieriger, aber für mich, eine Nuzlocke ist für mich vom Flair her das, was wirklich in einer reellen Welt passieren würde, beziehungsweise das, was im Anime passieren würde, das, was in kompetitiven Kämpfen passieren würde. Deswegen, in normalen Wi-Fi-Battles darf man ja sowieso keine Tränke benutzen, deswegen finde ich halt dieses Gefühl, dass jeder Kampf wichtig sein kann, weil man ein Pokémon verliert und deswegen muss man sich da mehr anstrengen als so, ja, passt schon, der nimmt jetzt Schaden, benutze ich einen Trank, alles gut. Deswegen finde ich da, das baut ein bisschen mehr Spannung auf. Deswegen High-Items im Kampf nicht benutzen, finde ich eine sehr, sehr schöne Regel. Demnachfolgend ist noch die Regel, dass der Kampfstil von Wechsel auf Folge, nein, Moment, von Folge auf Wechsel, dass man normalerweise, wenn man gegen Trainer kämpft und ein Pokémon besiegt wird, dann sagt einem das Spiel, oh, Trainer möchte ein anderes Pokémon einsetzen, möchtest du auch dein Pokémon wechseln? Das ist quasi auch etwas, was nur für die Story da ist und in kompetitiven Kämpfen passiert das nicht. Im Anime passiert das auch nicht, deswegen würde ich das auch gerne hier nutzen. Das ist, wenn der Gegner mehrere Pokémon hat, beziehungsweise einen NPC-Gegner und ein Pokémon besiegt wird, dann müssen wir mit dem Pokémon drin bleiben, das wir momentan haben. Also genauso wie in Wi-Fi-Kämpfen. Ich weiß jetzt, das kann man, glaube ich, in den Optionen umstellen. Ich habe es auch irgendwie in dem Beschreibungstext so beschrieben, aber ich werde einfach probieren, selber darauf zu achten, dass ich das Pokémon einfach nicht auswechsel. So. Dann eine Regel, die ich mir auch selber gestellt habe, damit ich werde zwischen den Parts auf jeden Fall ein bisschen meine Pokémon trainieren, aber was ist passiert? Mein Pfund wurde ausgewichen? Wie konnte das jetzt passieren? Oh Gott, vielleicht sollte ich auch ein bisschen auf das Gameplay achten. Wahrscheinlich hat Tauboss irgendeine crazy Fähigkeit, was meine Genauigkeit passiv senkt. Oder vielleicht hat es Sandwirbel eingesetzt. Ich habe gerade nicht hingesehen. Was wollte ich sagen? Genau, zum Thema Training. Ich werde das immer so handhaben, dass ich ab und an zwischen den Parts mein gesamtes Team so weit trainieren werde, wie das stärkste Pokémon momentan. Also ich probiere nicht super krass mich zu overleveln, dass der Rest des Spiels super easy wird, aber ich werde probieren, dass so viele Pokémon wie möglich auf einem Level sind. Aber das Ganze werde ich machen, ohne den EP-Teiler tatsächlich zu verwenden. Ein Meluetta. Das hätte ich sehr, sehr gerne gefangen. Überbrückungs-Meluetta. Das wäre sogar ziemlich nice. Lernt Meluetta irgendwas total Wichtiges, was mit Überbrückung gehen kann? Ich glaube, es lernt ein paar Elektroattacken, aber passt schon. Also wie gesagt, EP-Teiler werden wir, glaube ich, in der nächsten Stadt bekommen. Werde ich ebenfalls nicht einsetzen, weil das Ganze so ein bisschen, ja, es macht es einfacher. Und ich probiere wirklich, dass das Spiel schwerer ist für mich. Deswegen ist es ein Nuzlocke, deswegen ist es ein Randomizer. Und deswegen sind auch die Sets bei NPC-Gegnern random. Weil ich glaube, das macht es wesentlich schwieriger und es macht es vor allen Dingen spannender, weil der Gegner könnte irgendeine 150er Angriffsmove haben. Das haben wir quasi schon im letzten Kampf gesehen, wo das Reshiram einfach, ich glaube, das Knackack hat Gezeitenlärm eingesetzt. Also eben sowas, dass man einfach nicht weiß, ist der Gegner stark, ist er schwach, dass es quasi immer eine gewisse Anspannung gibt in den Kämpfen. Und das probiere ich halt mit diesem Projekt zu erreichen. Und deswegen dieses mehr oder weniger spezielle Regelwerk. Ich hoffe, das ist okay für euch. Einige haben sich ein bisschen geäußert, dass ja, Randomizer ist cool, aber dass die Typen gerandomized sind und so weiter, ja, das ist vielleicht ein bisschen zu viel. Für mich ist es halt dieser Random-Faktor, dass man vorher scouten muss, welcher Typ. Oh, krass, wir entwickeln uns. Nice, das müssen wir uns angucken, weil ich auch nicht mal weiß, wie ich das Ganze eingestellt habe, ob wir jetzt ein neues Pokémon bekommen oder ob wir Amphizel bekommen. Deswegen, mal gucken. Ich bin gespannt. Din, 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 din. Go, go, go. Was kriegen wir? Nichts. Wir bleiben für immer in dieser. Muss ich irgendwas drücken? Ich drücke die ganze Zeit was. Okay. Das heißt, Entwicklungen werden weiter so beibehalten, wie sie normalerweise sind. Finde ich auch gut, weil sonst. Man hängt so ein bisschen an dem Pokémon dran, das man sich bekommen hat. Deswegen Taubsi. Zu Taubsi komme ich übrigens gleich. Also ich fände es traurig, wenn ich gleich mein Taubsi, also was ist das gleich, irgendwann mein Taubsi weiterentwickle. Und dann habe ich irgendwas anderes, was ich gar nicht mag. Weil Taubsi, das hat schon einen sehr nostalgischen Wert für mich. Deswegen freue ich mich eigentlich, dass wir es bekommen haben. Ich check noch mal kurz, ob sich die Fähigkeit geändert hat. Wir haben Bedroher. Okay. Hat sich. Und unser Typus hat sich geändert. Alles klar, das heißt,
die Fähigkeit und der Typus hängt wirklich an der Pokémon-Gattung und ist nicht wirklich... Es war vorher Wasser, alle Wasser-Pokémon sind jetzt das, wobei das wäre, glaube ich, viel zu easy zu durchschauen, wie das Ganze funktioniert. Also, unser Psycho-Flug... Froakie? Wie heißt Froakie auf Deutsch? Ich habe schon wieder vergessen, ich bin so schlecht, was deutsche Namen angeht, es tut mir leid. Das vorher die Fähigkeit Belebekraft hatte, ist jetzt ein Pflanzenfeuer-Pokémon. Super cool. Gibt es ein anderes Pflanzenfeuer-Pokémon? Ich glaube, das ist das erste Mal, dass das gibt. Finde ich ziemlich stark. Und Bedrohung. Eine der besten Fähigkeiten im gesamten Spiel. Finde ich sehr, sehr gut. Freut mich natürlich. Freut mich sehr. Ich hätte, glaube ich, die andere Typenkombination lieber behalten, weil ich habe schon vorher nachgeguckt, wann lernen wir unsere erste Flugattacke, unsere erste Step-Attacke sozusagen. Aber Pflanzenfeuer, damit kann man, glaube ich, arbeiten. Ja. Und Thema Taubsi, darauf wollte ich noch zu sprechen kommen. Ungefähr ein paar Leute, ganz wenige, vielleicht 90% des Kommentarbereichs vom ersten Video haben mich darauf hingewiesen, dass der Taubsi-Encounter geskriptet war. Ich als dummer Mensch, der die Story fast immer extrem durchrusht, wir kämpfen da, wusste das natürlich gar nicht, deswegen habe ich das einfach so hingenommen. Ich dachte auch gar nicht, Taubsi, wieso sollten die Taubsi in XY einbauen? Und die haben Dartiri, das sollte das erste Pokémon sein, auf das man trifft, deswegen hat das für mich wenig Sinn gemacht, dass Taubsi dort auch da. Aber es ist scheinbar geskriptet und ich habe es gefangen als quasi erster Encounter. Ich hätte theoretisch das Arktos hinterher fangen können, aber ich muss sagen, ich bin eigentlich happy, wie es gelaufen ist. Ich habe ja gesagt, Taubsi hat einen gewissen nostalgischen Wert für mich, was ich sehr, sehr schön finde. Und ich sage jetzt schon, dieses Taubsi, wenn es sich entwickelt und noch stärker wird, wird besser sein als jedes Ramoff und jedes Arktos zusammen. Deswegen, wir nehmen es einfach hin, wir lassen Taubsi in unser Herz und probieren einfach das Beste daraus zu machen, was drin ist. Ich gebe zu, das macht es ein bisschen unspezieller, weil die zwei Pokémon, die wir die ganze Zeit einsetzen, Amphizel und Taubsi, sind theoretisch Pokémon, die man in einem normalen Playthrough fängt. Das heißt, der Randomizer-Part ist noch gar nicht mal so stark ausgeprägt, aber wie gesagt, wir müssen gleich unser Rassaf weggeben. Ich meine, wir sind auch gleich in der Stadt. Das heißt, okay. Der Rollstuhlfahrer hat mich komplett aus der Fassung gebracht. Genau, das Rassaf müssen wir gleich weggeben. Das heißt, wir haben eigentlich noch super viele Slots übrig. Und ich bin sicher, wir werden früher oder später schon genug Sachen in unser Team reinbekommen. Nuvaria City. Alles klar. Ich überlege gerade, ob wir irgendwas machen müssen, bevor wir in die Arena dürfen. Ich habe tatsächlich ein ganz kleines bisschen Angst, nur mit zwei Pokémon in die Arena zu kommen. Wobei ich glaube, dass wir ein bisschen overleveled sind, gefühlstechnisch. Ich kann es nicht einschätzen. Ist schon sehr, sehr lange her, aber wir haben zwar nicht sehr viel trainiert, aber wir hatten, wie gesagt, sehr viel Glück mit den legendären Pokémon des Gegners. Deswegen kann es sein, dass wir ein bisschen stärker sind und eigentlich da kein so großes Risiko... bevor ich es vergesse. Dass da kein großes Risiko besteht, dass wir da groß auf den Sack bekommen. Abhängig natürlich davon, was der Gegner alles für Pokémon in seinem Team haben kann. Da kann ja alles Mögliche passieren. So, Pokémon bewegen und diese Box nennen wir... den Friedhof. Ruhe in Frieden, Rassaf. Du hast nichts gemacht, aber es macht nichts. Friedhof. Der Kuscheltiere. Ich habe komplett vergessen, dass wir einen Dartiri gefangen haben. Ich habe gerade die ganze Zeit gesagt, dass wir nur zwei Pokémon haben, aber wir haben natürlich drei. Das ist natürlich Level 4, das heißt viel... kann man wahrscheinlich noch nicht damit anfangen, aber wie gesagt, ich werde zwischen den Parts immer mal probieren, die anderen Pokémon hochzutrainieren. So, was kann man alles in der Stadt machen? Ich glaube, bevor es hier eskaliert, hole ich mir ein paar Items. Ich wünschte, es gäbe eine Minimap, die mal alles sagt, wo alles sich in dieser Stadt befindet. Gab es irgendwelche Items hier? Ich glaube, ich gehe tatsächlich mal so ein bisschen hier rein. Wenn sich ein Pokémon, das dir sehr ans Herz gewachsen ist, entwickelt, beeinflusst das noch lange nicht die Bindung zu dir. Okay. Du und dein Amphizel zum Beispiel, ihr liebt euch, heiß und innig. Ihr scheint auf einer Wellenlänge zu sein, dieser Eindruck habe ich zumindest. Alles klar. Das heißt, die Freundschaft ist auf jeden Fall da. Wir haben zwar keine Rückkehr, deswegen ist es absolut irrelevant. Aber passt schon. Gab es hier Items?
Viola, die hiesige Arenaleiterin, ist eine begnadete Fotografin. Wir suchen immer verzweifelt nach Pokémon vom Typ Käfer, mit deren Fotos wir die Wände der Arena schmücken können. Alles klar. Creepy. Wobei, ich mag ja auch theoretisch Fotografien von Insekten, weil Insekten einfach, wenn man die groß fotografiert, sehen super interessant aus, weil mit bloßem Auge. Soll ich dir ein paar wissenswerte Dinge über sie erzählen? Ich habe gerade nicht aufgepasst, über was. Aber erzähl mal. Über welchen Orden soll ich dir etwas erzählen? Alles klar. Ich glaube, das habe ich in meinem normalen Playthrough habe ich nie gemacht. Großartig mit NPCs gesprochen. Okay, erzähl mir was über den Krabbelorden, bitte. Mit dem Krabbelorden in deinem Besitz gehorchen dir Pokémon bis Level 30. Über welchen Orden... Okay. Danke. Ich glaube, ich komme klar. Aber trotzdem, vielen Dank. Also, Fotografie von Käfern, eigentlich sehr, sehr interessant, weil mit bloßem Auge sieht man nicht so viel, aber wenn man so makromäßig irgendwas fotografiert, dann sieht man einfach die extremen Details eines Käfers. Also, das mache ich manchmal echt faszinierend. Insofern, Fotografie von Insekten, sehr, sehr cool. Gibt es hier keinen Laden, liebe Leute? Es gibt nur einen Kaffee. Kann ich was essen? Kaffee, heiße Schokolade, Limonade, okay. Kann ich hier schon raus? Vielleicht kann ich mir noch ein Pokémon fangen. Hey, du da. Der Nampizze macht einen aufgeweckten Aufdruck. Warum schaust du nicht mal in der Arena vorbei? Mein Schwesterchen würde sich bestimmt über einen Besuch von dir freuen. Zum Thema Texte vorlesen, da gab es geteilte Meinungen in dem Kommentarbereich vom ersten Video. Einige sagen, ja, skip die Story komplett. Einige sagen, ja, lies mal ein bisschen was vor. Lies nur die Story-Sachen vor. Sobald ich mich hier wohlfühle, sobald ich, sag ich mal, meine Zunge wieder aufgeweckt habe, trainiert habe, werde ich auch, glaube ich, mehr vorlesen. Also ich habe ja auch in diesem Part ein bisschen was vorgelesen. Deswegen glaube ich, dass sich das mit der Zeit ein bisschen normalisieren wird. Wer die Wechselwirkung zwischen den Typen... Okay, die erzählt mir Basic-Kram. Das ist wahrscheinlich die Schule. Ich bin ein bisschen enttäuscht. Ich glaube, der gibt mir eine TM. Ich bin ein bisschen enttäuscht, weil ich den Laden nicht gefunden habe. Ich würde gerne Tränke kaufen. Darf ich X-Angriffe nutzen? Das weiß ich gar nicht, wie die Regeln da so sind. Ich glaube, man darf nur Heil-Items nicht benutzen. Insofern, X-Angriff und X-Abwehr, vielleicht benutzen wir es mal, wenn die Situation das verlangt. Aber in normalem Playthrough habe ich das auch nie gebraucht, deswegen weiß ich auch nicht, ob wir es wirklich brauchen können. Aber kann sein, dass wir irgendwann in so eine Zickmühle kommen, wenn der Gegner gerade eine Todestypen- und Angriffskombination hat und wir absolut keine Chance haben. Okay. Ist in der Mülltonne noch irgendwas? Wie gesagt, ich explore jetzt ein bisschen mehr, als ich das normalerweise machen würde. Deswegen, aber ich glaube, hier gibt es tatsächlich nichts mehr. Vielleicht sollte ich mir mal irgendwann meinen Guide durchlesen, wenn ich in der Bahn sitze, um wirklich Items nicht zu verpassen. Kann ich hier raus? Okay, das heißt, da können wir gleich nochmal ein Pokémon fangen. Ich glaube, das machen wir sogar, bevor wir in die Arena kommen. Nachher fehlt uns ein Pokémon. Gerade so, irgendwie ein KP überlebt der Gegner. Durch die Gegend zu sausen ist ein sagenhaftes Gefühl, findest du nicht auch? Aber Moment mal, was sehen meine müden Augen da? Hast du etwa gar keine Rollerskates? Habe ich tatsächlich nicht. Ich sag dir was, wenn du mich besiegst, schenke ich dir ein paar, alles klar. Also nimmst du die Herausforderung an. Sicher! Wenn das wahre Leben so wäre, du haust Leute... Ja, wobei, wenn du Leuten auf die Fresse haust, kriegst du wahrscheinlich deren Schuhe, wenn du so willst. Ach, das ist ein Schwimmer, genau. Ich habe schon total vergessen... In dem ersten Part habe ich auch gar nicht erwähnt, dass die Sprites bzw. die NPC-Gattungen ja immer unterschiedlich sind. Wir haben ja schon im Wald gegen eine Top-4-Leiterin gekämpft, gegen Draconica, hieß die so? Ah komm, Aquavelle, passt schon. Ist glaube ich der stärkste Angriff, den ich momentan nutzen kann. Und wir wissen ja sowieso nicht, welchen Typus das Wingull hat, aber offensichtlich irgendwas, was von Wasser getroffen wird. Feuer, Stein, Boden. Gibt aber super wenig Experience Points. Aber wir haben Roller Skates. Sehr schön. Ich sage ja, wenn das wahre Leben so wäre, du redest einfach mit Leuten, die sagen, ja komm, wir spielen eine Runde vom Pokémon-Kartenspiel. Dafür kriegst du einfach richtig geile Roller Skates. Gebrauchsanweisung brauchen wir nicht. Alles easy. Ich finde eigentlich, die Roller Skates waren eine sehr, sehr schöne... Was ist das deutsche Wort für Edition? Ein sehr, sehr schöner Zusatz. Add-on, keine Ahnung, von Pokémon XY, habe ich tatsächlich in Pokémon Oras ein bisschen vermisst, weil es ist halt, du kannst es halt immer tragen. Der einzige Nachteil ist, dass man nicht wirklich langsam laufen kann, was ein bisschen, also
ich guck gerade, nee. Also ich hätte mir gewünscht, dass man die B-Taste zum Beispiel gedrückt halten kann oder irgendeine Tastenkombination, dass man dann geht währenddessen, aber trotzdem ist es sehr, sehr schön, weil man einfach die ganze Zeit schnell unterwegs ist, ohne das Fahrrad rauskramen zu müssen. Insofern eigentlich ein sehr, sehr schönes Feature. Allgemein, Pokémon XY habe ich ja schon gesagt, ein Haufen toller Feature. Deswegen alles sehr, sehr gut gemacht. Ach stimmt, Klamottenläden, super wichtig. Todesfeature. Ich liebe das Feature, dass man sich hier Klamotten kaufen kann. Hab ich überhaupt Geld? Ach, muss ich mir wirklich... Gibt es nicht irgendwie ein Menü, wo ich mir alles kaufen kann? Also nicht alles, aber wo ich das quasi... Kann ich hier rein? Ich weiß, ist schon so lange her. Willst du was anprobieren? Lass dir ruhig sein, alles klar. Weil tatsächlich den Hut, den wir defaultmäßig haben, finde ich richtig hässlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Was ich aber total... Wieso kann ich hier... Achso, okay, mit dem, ne? Die Kappe finde ich auch nicht gut. Ich glaube... Welchen Hut mochte ich denn? Ich will diesen... Genau, die Schirmmütze, die finde ich richtig schick. Die habe ich, glaube ich, fast das ganze Spiel übergetragen. Insofern... Haben wir drei... Ah, wir haben das Geld nicht. Das ist bitter. Das heißt, wir müssen mehr Tränen einen auf den Deckel geben, weil ich freue mich, dass wir uns irgendwann richtig schön anziehen können. Vor allen Dingen freue ich mich auf den Friseur, weil ich hier diese Lockenpracht ist zwar okay, aber ich bin kein Fan von langen Haaren, muss ich ganz ehrlich sagen. Also so ein Kurzhaarschnitt bei Mädels finde ich immer recht schick. Aber gibt es wirklich keinen Laden? Ich würde wirklich sehr, sehr gerne Tränke kaufen. Ist im Pokémon Center irgendwie zufällig ein... Stimmt, ich erinnere mich. Oh Gott, wie konnte ich das vergessen? Ich sag ja, in X und Y ist so viel anders, aber eigentlich ist alles viel, viel besser. Ich habe komplett vergessen, dass in den Pokémon-Centern die Läden sind. Ha, gut, dass ich dazulerne. So, die Sachen brauchen wir alle nicht. Pokebälle, wie viel haben wir momentan? Ich habe 15, holy shit, das ist ja mehr, als ich am Anfang mir geholt habe. Ich glaube, ich kaufe erstmal... Ja, 5, die sind recht teuer. Krass, ich hatte noch nie wirklich über Geld in Pokémon-Spielen nachgedacht. Aber scheinbar müssen wir so ein bisschen besser drauf aufpassen in diesem Playthrough. Wieso gehe ich da wieder rein? Oh Gott. So. Und ich glaube, will ich mir noch ein Pokémon holen? Vor allen Dingen tue ich erstmal das Taubsi wieder nach vorne. Ich will so früh wie möglich meinen Tauboga haben. Und bin sehr, sehr gespannt. Wir verlieren dann zwar leider unsere total tolle Fähigkeit, Magiespiegel, aber da kann man nichts machen. Vielleicht kriegen wir eine bessere Fähigkeit. Einfach rohe Gewalt oder Kraftkoloss heißt es, glaube ich, das von Azumarill. Oder Mentalkraft von Meditalis, wie gesagt. Deutsche Namen, verzeiht mir, wenn ich da wirklich ein bisschen länger brauche. Bei den kommentierten Wi-Fi-Battles habe ich da weniger Probleme, weil ich mich einfach darauf vorbereite und ich kann alles nachgoogeln, mir alles aufschreiben, aber hier Spontanitätsgeschichten ist halt immer problematisch. Sei gegrüßt, zukünftiger Champ, wie geht's, wie steht's? Ach, das wird dein erster Arena-Kampf? Bist du aufgeregt, klopft dein Herz vor Nervosität? Nein, natürlich nicht, ich bin der Pokémon-Meister. Mit meinem super starken Amphizel. Aber was, mach dir keine Sorgen, alles wird gut. Du hast doch dein Pokémon-Team dabei. Bestehen aus zwei wirklichen viable Pokémon. Und schließlich ist ja dein Team, das kämpft und nicht du. Stimmt's oder habe ich recht? Alles klar. Ich sollte mir trotzdem Sorgen machen. Wenn du die Stange runterrutscht, gelangst du zur Arenaleiterin und einigen anderen Trainern. Ja. Alles gut. Es ist eine Käfer-Arena, aber ich bin ziemlich sicher, dass ein... nicht besonders großer Anteil der Pokémon hier Käfer sein werden. So, was war hier nochmal der Trick? Ah genau, man kann nur an den... Hätte ich da besser laufen können? Ich glaube, ich hätte außen rumlaufen können. Aber trotzdem, ich will die Trainerkämpfe haben. Die Trainerkämpfe ist, glaube ich, das, was dieses Projekt so spannend machen wird, weil die Movesets der Trainer-Pokémon sind randomized und Pokémon ja sowieso, deswegen kann es da schnell sein, dass der... ein normaler NPC-Trainer spontan einfach stärker ist als der Arena-Leiter. 40. Tackle macht, glaube ich, nur 30, oder? Tackle ist 50? Tackle ist stärker als Pfund? Wieso wusste ich das nicht? Oh Gott, ich bin so ein competitive
Story-Noob, der einfach nicht weiß, was die ganzen Attacken machen. Ich dachte immer, Tackle wäre der... Hä? Das hat... Nein! Nein! Was ist da passiert? Taubsi! Ohne Witz, ich habe keine Ahnung, was da passiert ist. Der Gegner hat einfach keinen Schaden bekommen. Er hat... Oh Gott, jetzt weiß ich... Ich weiß es. Ja. Das ist traurig. Das ist gerade richtig... Das macht richtig betroffen. Das macht richtig betroffen. Ich habe mich so gefreut, tatsächlich innerlich, dass wir einen Taubsi gefangen haben. Und jetzt... Wir sind noch nicht mal bei der ersten Arena angekommen. Und wir haben schon zwei Pokémon verloren. Das ist einfach das Traurigste. Ich dachte, dieser Part wird schön. Ich bin momentan richtig betroffen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich lache zwar, man hört mich lachen, aber... Das hat mich echt getroffen. Gerade an so einem Kackpläpp hier. Ein Spinnennetz setzt sich aus horizontalen, diagonalen und vertikalen Fäden zusammen. Fick dich, Junge. Einfach Taubsi... Mein Taubsi... Kann ich wieder hoch? Okay, ich kann nochmal hoch. Ey, Betroffenheit unendlich. Ich habe mich schon gewundert, wieso wir nur einen Schaden... Also gar keinen Schaden gemacht haben, obwohl es getroffen hat. Aber... Ja, schockschwere Not, sag ich da einfach nur. So viel dazu. Ich freue mich, dass wir Taubsi haben, statt einen Ramoff oder einen Arktos. Einfach tiefste Traurigkeit. Tiefste Traurigkeit. Taubsi. Okosan. Ich hoffe, ich finde nochmal irgendwann ein Taubsi. Das wird dann quasi der Seelentransfer von diesem Taubsi auf ein anderes. Das Datiri. Ich muss das Datiri umbenennen in ein Okosan. Und sage einfach, ich rede nicht mehr über Taubsi. Ich fange mir jetzt ein anderes Pokémon, komm. Oh Gott, da muss ich gegen die kämpfen, oder? Ja. Ah, passt schon. Denn mit nur einem Pokémon gegen Arena-Leiter kämpfen, das will ich jetzt nicht unbedingt riskieren. Es ist ein bisschen problematisch, dass Amphize gerade so stark ist, also vom Level her so weit oben. Deswegen ist es, glaube ich, nicht so die Todes-Challenge, aber ich will auch nur mal sicher gehen. Aber wirklich, eine Trauerminute bitte für unser Taubsi, für Okosan. Aber da sieht man, das macht dieses Projekt, glaube ich, aus, dass einfach jederzeit alles schief gehen kann. Ich habe mich so sicher gefühlt, ich habe mich so gefreut, ich kann... Sturzflug, Hut. Moment, das trifft sehr viel. Okay. Immerhin ist es schwach. Es ist auch bedroht, muss man dazu sagen. Okay, ich wollte schon sagen, es trifft sehr effektiv und ist eine starke Attacke, aber es ist nur Level 6 und ist bedroht. Und wahrscheinlich ist es nicht mal Stab. Mein Herz wäre wirklich komplett stehen geblieben, wenn wir jetzt hier an dieser Stelle unser Fizel irgendwie verloren hätten. Dann müsste ich mit dem Datiri irgendwie weiterarbeiten. Nicht Pokémon wechseln, das dürfen wir nämlich. Ich muss gleich mal in den Optionen gucken, ob man das irgendwie ausstellen kann. Ein Carbing, ein Urukara. Wird resistiert, natürlich. Juwelenkraft. Okay. Wir sind, glaube ich, von den defensiven Werten sind wir super stark, habe ich das Gefühl. Benutzen wir mal Schlecker, mein Gott. Wird auf keinen Fall weniger Schaden machen. Okay, immerhin neutral, aber macht genauso viel wie die Aquawelle, insofern. Gucken wir, ob... Ja, wobei, es ist egal, ob wir Pfund machen oder nicht, oder Schlecker, weil Pfund wird ja auch neutral treffen. Dieses Rukara. Ich glaube, das ist so ein bisschen das Problem von dem ganzen Format, dass einige Kämpfe sehr, sehr langsam sein werden, weil die Schadenslevel einfach sehr, sehr gering sind im Vergleich. Wobei ich hier, glaube ich, auch sehr, sehr happy sein kann, dass man Amphize so stark ist, weil sonst wäre es auch hier wieder kritisch gewesen. Obwohl wir einfach 10 Level im Vorsprung sind, war dieses Rukara dann doch schon ein bisschen gefährlicher. Der Schaden ließ sich zwar noch einigermaßen unterdrücken, aber trotzdem. Das ist, glaube ich, das Problem, dass wir nur ein Pokémon haben. Deswegen hoffe ich, dass wir irgendwas sehr, sehr Cooles fangen. Ich will den Trank noch nicht nutzen. Wie gesagt, das Geld wächst nicht auf Bäumen, wisst ihr.
Deswegen heilen wir uns nochmal kurz, fangen noch ein Pokémon und dann können wir, glaube ich, diesen Part beenden. Der voller Trauer durchflutet ist leider. Oh, Kurs an. Ohne Witz, ich habe mich so gefreut. Ich habe sogar nachgeguckt, wie das Moveset von Tauboss sein kann. Beziehungsweise Tauboga und so weiter und so fort. Und jetzt ist es einfach weg. Das macht wirklich betroffen. Aber ich glaube einfach daran, dass dieser Encounter alles wieder wettmachen wird. Bitte was Schönes. Bitte was Cooles vor allen Dingen. Es ist wieder ein Datiri. Ah, das Glück will's einfach nicht. Das Glück will's einfach nicht. Ich glaube, ich fang's aber trotzdem, weil es schon mal ein paar Level... Welches Level hat Mandatiri? Ja, es ist einfach zwei Level über uns, deswegen... Ich fang's einfach mal, weil dann spare ich mir das Leveln von dem anderen Datiri. Und ich guck mal, vielleicht hat es ja eine andere Fähigkeit, die vielleicht ein bisschen besser ist. Mal gucken. Ja, stimmt. Das müssen wir irgendwie erstmal schwächen. Das Problem ist, ich glaube, ich könnte zu stark sein dafür. Das macht 40 und Pfund macht auch 40. Schlecker macht 30. Okay, das heißt, hoffen wir einfach mal, dass der vielleicht der Geisterattacke resistiert. Ich will es nicht unbedingt besiegen. Okay, überlebt. Sehr gut. Mehr wollte ich gar nicht. Pokéball, Flieg und Sieg. Eins, zwei. Geschnappt. Sehr gut. Was ich jetzt, glaube ich, machen werde, ich guck mal, welches Datiri. Oh, ich hab's. Ja, es ist sowieso verkackt. Ich wollte ihm einen Spitznamen geben, aber ich hab die ganze. Dieser Part, die Trauer lässt mich einfach noch trauriger werden. Ich gucke einfach mal, welche Fähigkeit es hat, beziehungsweise ob es besser ist als unser altes Datiri. Ne, Konzentrator 1 zu 1 dasselbe. Unser Original-Datiri ist, glaube ich, sogar besser, weil es einfach einen vernünftigen, also was das vernünftig hat, ein Wesen, mit dem man arbeiten kann. Immerhin ist die Spezialverteidigung besser als die Verteidigung. Das heißt, so kann man immerhin in eine Richtung arbeiten. Deswegen, ich tue einfach mal das zweite Datiri, das wir gerade gefangen haben, in irgendeine Box und akzeptiere einfach das treue Schicksal, dass wir jetzt nur noch zwei Pokémon haben, wovon eins noch nicht mal wirklich gut zu gebrauchen ist. Deswegen, ja, das hier weg. Und ich würde einfach sagen, ich speichere das Spiel an dieser Stelle ab. Bedanke mich sehr, sehr herzlich fürs Zusehen. Ich hoffe, ich konnte euch mit der Einleitung hier einen kleinen, Ausblick geben, was ich mir bei dem Projekt gedacht habe, in welche Richtung es gehen wird. Hoffe, es gefällt euch natürlich. Entschuldige mich, dass dieser Part absolut traurig war, weil wir haben Taubsi verloren. Wir haben einfach nichts Cooles gefangen. Irgendwie, das Spiel will einfach nicht, dass wir den Randomizer raushängen lassen. Ich meine, unser Team besteht aus einem Fietzel und einem Datiri. Genau das. Wenn wir normal spielen würden, würden wir wahrscheinlich an derselben Stelle sein. Vielleicht sogar noch mit einem besseren Team, wer weiß. Aber ich bin hundertprozentig sicher, dass sich das Ganze noch geben wird. Deswegen wartet einfach ab und wir schauen einfach mal, was passiert. Also nochmal, vielen herzlichen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns bei der nächsten Folge. Macht's gut und bye bye.